Das Land stöhnt unter vielen Krisen, unter einer großen Teuerung. Und der Bundeskanzler kommt mit dem Thema Bargeld daher, recht unvermittelt eigentlich. Warum? Ich will wieder in die Medien, ich will wieder mein Gesicht zeigen, ich will wieder sagen können, ich bin für euch da. Da versucht die ÖVP einfach zu verhindern, dass weitere Wählerinnen und Wähler von der ÖVP in Richtung der Freiheitlichen gehen. Traurig, aber wo? Aber wir fangen jetzt einmal an mit den Gehältern und der Nulllohnrunde. Nulllohnrunde? Nulllohnrunde. 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 Das sind ja teilweise auch nicht mehr Politiker, sondern Politdarsteller. Das sagt man einfach so jetzt, ja, weil per Gesetz müsste das ja jedes Jahr kommen. Ja. Aber wir, die Gesetze gemacht haben, sind nicht so gütig, dieses eigene Gesetz zu ignorieren. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eine Nulllohnrunde einzuführen. Da hilft nur eins, ein Banküberfall. Herzlich willkommen zu Alles Gute Österreich. Wir sind die Jungs von Nullpunkt. Ganz einfach. Also so viel Realität muss man sich schon gönnen. Und wir schauen uns heute wieder die brandheißen News an. Hallo. Danke fürs Einschalten. Willkommen. Grüß euch. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Ja, heiß. Heiß ist es jetzt nicht mehr. Es ist jetzt mehr feucht. Aber nicht fröhlich, gell? Ich habe mir auch gedacht, so kann sich der Klimawandel endlich entscheiden, ob er jetzt zu trockene oder zu feuchte Luft zu ihm bringt. Und wir gehen jetzt in unser Landesstudio in Graz zu Herwig Broske, Geologe an der Your Name Research Forschungsgesellschaft und Spezialist für Hangrutschungen. Jetzt waren Sie auch beteiligt an einer großen Studie über den Klimawandel, wie der die Gefahr und die Wahrscheinlichkeit von solchen Hangrutschungen verändern wird. Was kann man denn da sagen? Werden die wahrscheinlicher durch den Klimawandel? Ja, das Hauptergebnis dieser Studie war, dass die Unschärfen größer sind als die Gewissheiten. Weil eigentlich klingt das ja so, als müsste mit dem Klimawandel, müssten die Hangrutschungen mehr werden. Aber in der Studie steht auch, es könnten vielleicht sogar weniger werden. Weil wir eben durch den Klimawandel nicht nur Veränderungen im Niederschlagsregime haben, sondern vor allem auch im Temperaturregime. Und höhere Temperaturen bedeuten dann wieder höhere Verdunstung und damit eher einen austrocknenden Effekt. Und diese Effekte könnten sich auch aufheben bzw. irgendwie gegeneinander wirken. Aber gut, dass du es ansprichst. Ich hoffe, jedem geht's gut. Vor allem die Menschen in der Steiermark und in Kärnten. Steiermark-Kärnten war ja ein bisschen Hochwasser. Auch in den Bezirken Leimnitz und Deutschlandsberg ist die Situation angespannt. Siedlungen müssen evakuiert werden, wie hier in St. Johann im Sagautal. In Leutschach sind ganze Straßen unter Wasser. Und Slowenien ist, glaube ich, auch nimmer, also das ist auch unter Wasser jetzt. Okay. Also die Gegend, schwierig. Im benachbarten Slowenien wurde heute bereits die höchste Alarmstufe ausgerufen. Im Norden des Landes sowie rund um die Hauptstadt Ljubljana stehen ganze Ortschaften unter Wasser. Wir senden euch ganz viel Kraft und Liebe. Schaut, dass aus dem Schlamm wieder rauskommt. Danke für die freiwilligen Helfer. Ja, und die Feuerwehren. Wir hoffen, das wird irgendwann mal besser. Unterdessen soll die Flutwelle bereits den Süden des Landes und das benachbarte Kroatien erreicht haben. Aber wie gesagt. Ja, wir sind trocken geblieben, wir sind da im ersten Stock. Genau. Prost! Aber was schauen wir uns heute an? Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Geld. Schon wieder? Bundeskanzler und Vizekanzler verdienen mehr als 20.000 Euro pro Monat. Auch die Ministerinnen und Minister liegen nur knapp darunter. Weil unser Kanzler, der Kali Nehammer, hat sich nämlich hingestellt und hat gesagt, nachdem es kurz vor einer fast 10%igen Erhöhung aller Politikergehälter gestanden ist. Und das Ergebnis wäre dann so. Der Proteststurm war erwartbar. Hat er gesagt, naja, vielleicht machen wir jetzt was sehr Populistisches und kündigen eine Nulllohnrunde an. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eine Nulllohnrunde einzuführen. Was so viel heißt wie, wir verdienen gleich viel, sondern nicht 10% mehr. Nulllohnrunde. Und er hat sich auch hingestellt und hat sich gedacht, vielleicht gleich auch das Bargeld in die Verfassung. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob er weiß, um was es da geht. Ah ja. Der Nehammer hat es uns erklärt, er will eine Arbeitsgruppe erstellen, damit das Bargeld in die Verfassung kommt. Ich frage mich, wieso braucht er da Arbeitsgruppen? Mhm. Aber es ist generell, gell, Thema Geld. Und es ist halt in unserer heutigen Zeit, wenn man so ein bisschen nachdenkt, ja, im Grunde soll es um Reduzieren gehen, ob das Ressourcen sind oder Scheiße kaufen, die irgendwo produziert worden ist. Gell. Für Seelenheil würde es auch mal gut tun, sich ein bisschen zu reduzieren.
Aber mit Geld funktioniert das irgendwie nicht, gell? Nein, das ist irgendwie, das mag irgendwie mehr werden. Oder ja, die Leute wollen das zumindest. Was ist der Unterschied zwischen jemandem, der 5 Millionen hat und jemandem, der 5 Kinder hat? Der mit 5 Millionen möchte mehr. Ich will mich da nicht ausnehmen, aber es fällt mir jetzt auf. Alles geht ein bisschen reduziert, aber beim Geld, ja, Kapitalismus, gell, hilft ja nichts. Wir spielen ja alle nur mit. Weniger ist mehr, gell? Probieren wir das mal aus. Geld ist halt abstrakt, also abstrakter als Beutetiere oder Kinder, ja? Und macht nicht satter, sondern macht ängstlicher. Wir könnten natürlich heute auch über das Sommergespräch mit der Beate Meindl-Reisinger, Heisel-Reiniger, so ähnlich. Meindl-Riesinger. Ich verwechsel das immer. Ich habe sie, glaube ich, schon beim Suchen, ich schreibe sie immer falsch. Ich glaube, ich schreibe Meindl, aber sie heißt irgendwie Meindl oder so. Nee, wenn das du bei uns in den Kommentaren suchst, dann... Dann muss ich was anderes dann eingeben. Musst du was anderes eingeben. Die FPÖ, ich höre es auch von den Impfgegnern, das sind ja Volksverräter meiner Meinung nach. Aber wir wissen ja leider noch nicht, ob das ein gutes Sommergespräch ist, deswegen werden wir heute schauen, ob es reinpasst und wenn nicht, dann nicht. Du meinst, es ist heute am Abend, am Montag? Ja, genau. Ja. Jetzt weiß ich schon, dass der Begriff der Volksverräter ein bisschen sehr hart ist. Warum habe ich den verwendet? Und warum würde ich ihn heute vielleicht nicht mehr verwenden? Erstens, weil das zählt, was ich vorher gesagt habe, es beginnt mit der Sprache. Und wir müssen alle aufpassen. Nulllohnrunde. Und ich finde, man muss, auch wenn man mit Ungeheuern kämpft, nicht selber zum Ungeheuer werden. Und das nehme ich mir selber zu Herzen. Nulllohnrunde. Aber warum habe ich ihn verwendet? Weil ich ihn dauernd gesagt bekomme. Von Vertretern der FPÖ, von teilweise einem anonymen Mob in den sozialen Medien, die mich als Volksverräterin, als Kriegstreiberin, als sonstige bezeichnen, beschimpfen, bedrohen. Und das habe ich ehrlich gesagt auch satt, weil die Mechanik ist eh ganz klar, man möchte alle, die anderer Meinung sein, mundtot machen. Und Demokratie lebt aber davon, dass Menschen sich beteiligen. Und beteiligen bedeutet auch, in der Öffentlichkeit Stellung zu beziehen und zu reden. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eine Nulllohnrunde einzuführen. Und daher, aber ja, ich würde es wahrscheinlich nicht mehr so formulieren, aber ich würde nach wie vor sagen, es ist ein Verrat an unseren Werten. Bevor wir uns auf unsere Themen stürzen, dürfen wir uns bei unserer Community bedanken, die sich wieder sehr stark gemeldet hat. Es ist auch Anfang des Monats. Herzlichen Dank schon mal voraus. Es war nämlich wieder der René M. Er schreibt eine Spende für euer Steckenpferd. Oh, schön. Ja, wir haben vor kurzem ja ein Schauen wir mal gemacht, wo es um die Pferde, also um das Hobby-Horsing gegangen ist. Mhm. Denn wir beschäftigen uns heute mit Hobby-Horsing. Das ist so ähnlich wie Springreiten oder Dressur, aber ohne Pferde. Ja, im Grunde ist es um Toleranz gegangen, ja. Aber danke, ja. Schön. Ich habe mir gedacht, was ist denn das für ein Blödsinn schon wieder? Ja, das kann doch nicht sein. Und dann können wir uns gegenseitig beweisen, wie schlimm die Welt ist. Und dann erwarten wir das. Und so machen wir es schlimmer. Also das sind Dinge, darüber sollte man mal nachdenken, wenn man möchte. Außerdem sagen wir danke dem Robson. Er schreibt letzte Woche total auf die Burmspende vergessen. Wie konnte das passieren? Dieses Emoji. Ja, deswegen diesmal zweimal. Warum nicht? Wow, danke. Wortlos gespendet hat übrigens die Mika G. Liebe Grüße nach Wien. Und der Stefan B. hat auch wortlos gespendet. Herzlichen Dank euch beiden. Die Judith M. schreibt uns Danke, einfach Danke für eure unermüdliche Arbeit. Bitte gern. Danke für die Spende. Unermüdlich, gell? Manchmal frage ich mich aber schon, warum ich dann so müde bin. Manchmal. Meine Augenringe sagen was anderes. Das finde ich nicht normal. Auf jeden Fall herzlichen Dank auch an Leo K. Er schreibt, Nullpunkt ist momentan das geilste Informationssystem, GIS unter Anführungsstrichen, für Abnormale, Zwinkersmiley. 2.0 haben mehr drauf als der gesamte ORF. Punkt. Nullpunkt, Smiley. Wow, ja, danke. Herzlichen Dank, lieber Leo. Über Abnormale reden wir aber heute nicht, oder? Na, bitte nicht. Ich sage euch, wer nicht normal ist. Lassen wir eine Sendung aus. Es ist in Ordnung, dass wir Ausnahmen machen. Wir bedanken uns übrigens bei Brigitte E. und auch bei Herbert S. Sie schreiben nur ganz kurz Spende. Danke, liebe Brigitte. Danke, lieber Herbert. Ein großes Danke geht an Christian C. Er hat uns geschrieben, heute mal so, morgen wieder Balkon klatschen. Ja, so ist es. Ach so, Schlang her. Also er spendet uns jetzt was und morgen klatscht dann wieder an den Balkon ab und hofft, dass wir es hören. Ja. Danke, lieber Christian. Dankeschön. Danke auch an Hedwig H. Sie schreibt Haushaltsabgabe freiwillig. So
ist das immer schöner. Mach freiwillig ist aber schönes. Hm? Freiwilligkeit ist ein Traum. Es ist in Ordnung. Ein großes Danke an Anna S. Sie hat uns geschrieben, eine Freude, euch zuzuhören. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Und fürs Spenden. Danke auch an Katharina B.L. Sie schreibt, danke für eure informative Arbeit. Sehr gern. Machen wir sehr gern. Es ist in Ordnung. Danke auch an Christian S. Er schreibt, Schwurbler-Unterstützung, Zwinkersmiley, 1.8.2023. Schwurbel, Schwurbel, Schwurbel. Kubbel, 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 Kubbel. Nanu, es hat zwar Federn, aber es ist kein Gubbel, Gubbel. Danke auch an Manfred B. Er schreibt uns nur Dauerauftrag. Herzlichen Dank, lieber Manfred. Liebe Grüße nach Wien. Danke, danke. Günther S. hat uns geschrieben, Unterstützung monatlich. Danke, lieber Günther. Emmerich und Claudia R. schreiben uns, danke, dass ihr eure Energie und Zeit einsetzt, um wichtige Dinge zu hinterfragen und zusätzliche Antworten zu liefern. Herzlichen Dank für die Spende. Sehr gern, lieber Emmerich, liebe Claudia. Die Marion G. schreibt uns auch wieder ein Abo, das monatliche. Herzlichen Dank, liebe Marion. Danke auch an Doris M. Sie schreibt kleine Spende mit lieben Grüßen. Wir sagen herzlichen Dank und liebe Grüße zurück nach Deutschland. Liebe Grüße. Ich bin, das werden Sie vielleicht noch nicht gemerkt haben, ich bin Deutscher. Daniela S. hat uns geschrieben, freiwillige GIS-Dauerauftrag. Dankeschön, liebe Daniela. Danke, danke. Wir freuen uns sehr. Das Institut kultureller Kompostierung hat uns geschrieben, der Politiker, der Hodenlose, trägt auch gerne Lodenhose. Herzlichen Dank, liebe Grüße nach danke. Tirol. Danke für die Spende. Liebes Institut kultureller Kompostierung. Das ist ja echt das Institut, glaubst du? Ich glaube nicht. Ich glaube auch mit dieser Nachricht, die sie da geschrieben haben, dass sie mehr so den Humor gern mögen. Mhm. Da schlagen sie bei mir sowieso in eine Kerbe. Bist du lustig, oder was? Ich mag's gern lustig. Okay. Aber bitte mich nicht zu zitieren, ja? Danke auch an Christine K. Sie schreibt uns wieder, damit es weitergeht. Danke, liebe Christine. Daniel B. hat uns geschrieben, kleiner Entspannungsbeitrag, PS, die Krähe ist eine sehr interessante Zeitung. Ja, mhm. Daniel hat uns vor kurzem auch die Krähe in den Spenden zitiert. Mhm. Es ist eine Zeitung. Wir haben es schon auch in den Kommentaren, glaube ich, zugeschickt bekommen. Mhm. Sehr interessant. Herzlichen Dank. Der Stefan und die Beatrix E. haben uns geschrieben, danke für eure Arbeit. Unfassbar, dass unsere Regierung vergessen hat, was vor 2 Jahren normal war. Spaltung in geimpft und ungeimpft. Mhm. Ja, es gibt Leute, die vergessen es, andere Leute verdrängen das. Ich sage euch, wer nicht normal ist. Aber und manche nutzen es jetzt, weißt? Ja, genau. Die Nulllohnrunde gelte für den Bundespräsidenten, die Regierung, die Nationalratspräsidenten und die Klubobleute. Herzlichen Dank auf jeden Fall. Danke auch an Herbert Josef K. Er schreibt uns Danke, dass ihr euch hinsetzt und das aussprecht, was sich zu viele Menschen in Österreich leider nicht trauen, laut auszusprechen. Ist einfacher, als man sich denkt, muss man ganz ehrlich sagen. Also man hat immer so so ein bisschen einen Schiss, so auf die Art, so wenn ich das jetzt sage, dann bin ich das und das. Aber nach den letzten 3 Jahren bin ich da in einen Modus gekommen, wo man gedacht hat, so ja, was wollt ihr mir jetzt noch umhängen? Komm her. Ja, ich brauche keine Sperre mehr. Einfach denken und sprechen gleichzeitig. Genau. So schlimm kann das nicht sein. Schlimmer kann es immer werden. Aber bitte mich nicht zu zitieren, ja? Herzlichen Dank auf jeden Fall für die Unterstützung. Danke auch an Stefan A. Er hat uns geschrieben, Zuwendung von Novomatic, wir zahlen alle, Zwinkersmiley. Naja, nur weil er bei der Novomatic ist, heißt das nicht, dass er uns nicht spenden darf, gell? Nein, ich bin nicht dafür, aber wie gesagt, das klingt ein bisschen komisch. Die machen interessante Computerspiele, oder? Das ist ja das, was die machen, oder? Genau. Gaming. Mhm. Danke auch an Rita P. Sie schreibt, freiwillige Haushaltsabgabe aus UU in OÖ. Herzlichen Dank, liebe Grüße nach Urfa-Umgebung. Danke auch an Elvira R. Sie hat uns geschrieben, danke, dass ihr mir den Schabernack der Woche knackig zusammenfasst. Herzlichen Dank, Elvira. Markus L. hat uns geschrieben, Haushaltsabgabe für unabhängige Berichterstattung. Liebe Grüße, Taz. Sehr gern. Danke für die Spende, lieber Markus. Ein großes Danke geht auch an Sonja F. Sie hat uns geschrieben, wichtiger Fortbildungsbeitrag. Danke, dass ihr den täglichen Wahnsinn für uns alle zusammenfasst. Bitte weiter so. Nullpunkt-Smiley. Danke, sehr stark. Danke, liebe Sonja. Danke auch an Andrea D. Sie schreibt Spende fürs Universum von L und T.
Das sind wir zwar. Herzlichen Dank, Andrea. Daniel Patrick P. hat uns geschrieben, hoi, danke für eure offene Freigeistigkeit. DA- zur freien Verfügung. Grüße aus Affenhausen. 0. Smiley. Affenhausen. Werde gleich nachgoogeln, ob es das wirklich gibt. Oder ob er von einer Bananenrepublik redet. Wer weiß das schon so genau. Aber was wurde gesprochen? Offenherzigkeit was? Danke für eure offene Freigeistigkeit. Offene Freigeistigkeit finde ich nicht schlecht. Ja, ist was für ein T-Shirt wahrscheinlich. Aber gut. Und zum Schluss sagen wir noch Danke an den Thomas P. und seine Frau, die Natalie, uns auch bekannt als Schnippes. Der hat uns geschrieben, danke für den geilsten Zusammenschnitt der VDB-Rede mit Einwürfen vergangener Aussagen diverser Politiker. Auch das ein Glanzstück, Smiley Schnippes. Ja, danke Schnippes. Ja, und danke Lukas, dass du das so gut geschnitten hast. Es war die Steilauflage, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was die uns davor geliefert haben, haben wir gedacht, das muss jetzt, also komm. Es ist gefährlich, glaube ich, solche Begriffe so absolut zu verwenden. Es werden sehr schnell gedankenlos wiedergegeben. Es wird wahrscheinlich auch möglich sein, jemanden zu kündigen, der nicht geimpft ist. Und tragen dann mehr und mehr zum Zerbrechen einer Gemeinschaft bei. Man kann sich oft gar nicht wehren dagegen, gell? Nein, man kann sich oft nicht wehren, was diese Möglichkeiten angeht. Halt einfach die Pappen. Herzlichen Dank an die gesamte Community, dass ihr uns unterstützt. Mittlerweile auch 19.600 irgendwas. Freut uns natürlich sehr. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann bitte jetzt die Spendeninformation, die eingeblendet ist, beachten und sowas in die Zahlungsreferenz schreiben, dass wir was zum Lachen haben. Oder auch nicht. Oder einfach nur Danke sagen. Es ist in Ordnung. Ihr könnt uns aber auch mit einem Abo unterstützen. Das ist for free. Ihr könnt uns auch kommentieren und ihr könnt dieses Video liken. Ah. Österreich. Was meinen Sie? Und wenn euer Kommentar von unserer Community geliked wird, dann kommt ihr in die nächste Kategorie und zwar in die Kommentare der Woche. Da war es nämlich in unserem letzten Alles Gute Österreich mit dem Titel VDB folgt jetzt der FPÖ. Da hat uns die Barbara S. geschrieben mit 97 Daumen nach oben. Das Einzige, was er machen kann, er soll gehen und die ganze Regierung mitnehmen. Danke. Alles in Großbuchstaben. Ich wollte es aber jetzt nicht schreien, danke, auch wenn es vielleicht wichtig wäre. Ja, vielleicht könnte er das mitnehmen, dieses Regierungspack. Aber ich weiß nicht, ob er dafür Pfand bekommt. Aber? Na, Pfand wahrscheinlich kann, gell? Aber es ist auf jeden Fall Leergut. Nur die Frage ist, was nimmt man alles mit? Nimmt man gleich die ganze Regierung mit? Was, das Gebäude und die Sessel, das Ganze, dass man sagen, so, lassen wir das? Oder lasst man die Sessel frei für wen anders, gell? Es ist immer so die Sache. Ja. Wer darf sich dann da einsetzen? Schauen wir uns doch diese Dinge ganz genau an. Herr Abgeordneter Margrethe, ich möchte kurz Ihre Rede unterbrechen, würde den Herrn ersuchen, den Sitzungssaal wieder zu verlassen. Gewissermaßen eine Sicherheitsbanne. Ein Mann nimmt auf der Regierungsbank Platz und keiner weiß, wie er dorthin gekommen ist. Ja, es gibt ja, was die so Seiten im Internet, da kann man so Haushaltsauflösungen ersteigern. Ich glaube, wenn wir so eine Regierungsauflösung versteigern würden, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwer groß weggeht, weißt du? Ob da nachher mitten in der Nacht plötzlich irgend so ein goldenes Klavier aus sich schiebt, im Geheimen. Obwohl es ja nicht mehr golden jetzt. Gell? Das haben sie jetzt austauscht. Ja. Das war ihnen dann doch zu heiß. Prost! Unter unserem, schauen wir mal, mit dem Titel Briten erschaffen künstlichen Embryo. Oh! Hat der User TheSuchiTube uns geschrieben, wenn man uns sowas zeigt, sind die in Wirklichkeit schon viel weiter. Ja, ist auch mein Gefühl, dass das, was in den Medien so ankommt, das ist, was man dann schon laut sagen darf und das andere ist nur mehr oder weniger im Hintergrund. Aber wer weiß das schon so genau? Wir wissen es nicht. Ich muss gar nicht genau wissen, ganz ehrlich. Gell? Es macht mir auch ein bisschen Angst, darüber nachzudenken. Wir haben es eh darüber schon geredet. Das Gottspielen ist eine Sache, was der Mensch vielleicht nicht tun sollte. Haha! Blasphemie! Unter unserem schauen wir mal mit dem Titel Ist das Sport oder kann das weg? Wo wir schon über das Hobbyhorsing gesprochen haben, wie auch heute schon. Das ist so ähnlich wie Springreiten oder Dressur, aber ohne Pferde. Hat uns der Mr. Richie O. geschrieben.
wenn man zu viel Hafer im Müsli hat, durchaus erklärbar. Ja, es ist natürlich eine Toleranzübung in dem Sinne, dass man jetzt nicht sicher sein kann, wie steht man dazu, wie ist das so. Jetzt machen wir da einen Toleranztest oder eine Toleranzübung und dann schaue ich mir das Ganze an und beobachte mich einmal selber, was mit mir da passiert. Ich hab's sehr schön gefunden. Weißt, ein bisschen umeinander hopsen. Mir ist ja dann durch die Kommentare aufgefallen, dass es ja eher eigentlich ein Kinderspiel ist, ja? Ja, ja. Dass man das ja schon seit Jahrhunderten macht, wahrscheinlich so. Dass Kinder mit so einem Steckenpferd einmal rumrennen. Unser Steckenpferd ist quasi unser Steckenpferd. Wie gesagt, Toleranzübung, kann man sich anschauen. Ja, sowas Schlimmes ist es nicht. Ja, ich bin gespannt, was unsere nächste Toleranzübung wird, was wir da dann herausfinden dürfen. Unsere nächste Toleranzübung ist, wenn wir jetzt in Nehammer zuschauen. Möglich. Und schauen, was er so hat, daher der Zeit. Eines sage ich euch ganz klar. Unser Steckenpferd ist quasi unser Steckenpferd. Dafür stehe ich als Bundeskanzler unseres Landes. Und somit kommen wir zu unserem Thema der Woche, denn es geht mal wieder ums Geld. 7.258 Schilling. Ja, ich weiß, ich bin derjenige, der da sehr stark anspringt, was Geld angeht, weil mir das interessiert und Steuern und Zahlen und Statistiken und tralala. Aber bei einer möglichen Gehaltserhöhung von 9.7% muss man sich die Frage stellen, ist das leistungsbasiert oder ist das eine Schiebung? Wenn ich hab 120.000 Schilling im Monat, ja, dann ist mir das wurscht, ob das Brot kostet 15, 20 Schilling der Kilo. Ja, dann kann ich mir's leisten. Bist du noch normal? Naja, Scheja, es geht dann nicht nur um die nackten Zahlen, weil es geht da schon auch ein bisschen darum, wie wird das uns kommuniziert. Wer redet da was, welche Zeitungen schreiben da wie drüber. Das ist dann schon das Interessante, so was, mir geht es da meistens mehr um Moral oder wie sich die Menschen fühlen, nicht nur um die nackten Zahlen, aber auch da in dem Thema kann man sicher da was auserziehen. Traurig, aber wahr. Und gerade bei der Kommunikation ist es dann umso spannender, dass unser Bundeskanzler der Kale, der Nehammer, der sich dann gleich hinten nach dran steht und sagt, und übrigens wollen wir auch noch das Bargeld in die Verfassung bekommen, wo man halt auch schon nicht ein Politikexperte sein muss, um zu wissen, das ist wieder nur ein Hilferuf nach den Wählern der FPÖ. Versucht die ÖVP einfach zu verhindern, dass weitere Wählerinnen und Wähler von der ÖVP in Richtung der Freiheitlichen gehen. Aber wir fangen jetzt einmal an mit den Gehältern und der Nulllohnrunde. 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 Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eine Nulllohnrunde einzuführen. Ah, gleich wieder einen Namen, ha? Das muss natürlich einen Namen haben. Er ist gütig. Er ist so gütig, dass er sich jetzt keinen 10%igen Zusatz hält. Aber gut, schauen wir mal rein, was die ZIPS sagt. Ginge es nach dem Gesetz, dann wären die Gehälter der Politiker und Politikerinnen voraussichtlich um 9.7% gestiegen. Doch die Regierung macht dem einen Strich durch die Rechnung. Wir in der Bundesregierung haben Gehälter, mit denen wir gut auskommen können. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eine Nulllohnrunde einzuführen. Einfach weil auch die Tatsache, dass es die Menschen jetzt gerade schwierig haben, auch als positives Signal verstehen sollen. Eine Nulllohnrunde kommt damit für alle Regierungsmitglieder, aber auch für den Bundespräsidenten, den Nationalratspräsidenten und die Klubobleute. In Zeiten der finanziellen Anspannung und der finanziellen Belastung immer größere Gruppen in der Bevölkerung wollen wir dieses Zeichen setzen. Das heißt Nulllohnrunde für die Spitzenpolitik der Republik. Und ich glaube, diejenigen, die in schwierigen Zeiten hier mehr tragen können, die sollen das auch tun. Für die Abgeordneten aller Ebenen und für die Landespolitik wiederum sollen die Gehälter höchstens um die Hälfte des errechneten Anpassungsfaktors steigen können. Noch bevor die Pläne der Regierung heute bekannt waren, hatte die SPÖ eine Gehaltserhöhung für Regierungsmitglieder vehement abgelehnt. Der Regierung, die selber die Inflation zu verantworten hat, die so hoch ist, die nachgewiesenerweise die höchste ist in ganz Westeuropa in den letzten 7 Monaten, sich selbst dann noch zu belohnen mit einer knapp 10%igen Gehaltserhöhung, also das kommt überhaupt nicht in Frage. Ebenso laut war der Aufschrei der FPÖ. Für sie gehen die Pläne der Regierung aber nicht weit genug. Für uns muss es eine Nulllohnrunde für alle Politiker geben, auf Bundesebene ebenso wie auf Landesebene, aber darüber hinaus natürlich auch noch für Spitzenbeamte sowie für die Manager in den staatsnahen Betrieben, vor allem in den ganzen Energiekonzernen. Die NEOS wiederum wollen sich den konkreten Gesetzesantrag der Regierung einmal anschauen und ihn erst dann bewerten. Ja. Kommunikation ist das auch, gell? Er spricht gleich von einem Signal. Auch als positives Signal verstehen sollen.
Das heißt nicht, dass das was mit Substanz hat, sondern es ist einmal nur ein Signal, dass sie halt, wir haben ja eh genug, also wir verdienen eh genug. Also er mit seinen, weiß ich nicht, knapp 24.000 Euro im Monat. Der Bundeskanzler bekommt knapp 24.000 Euro und für den ersten Nationalratspräsidenten sind es 20.000 Euro monatlich. Prost! Mit voller Hosen ist leicht stinken. Ist das, kommt das jedes Jahr? Nach dem Gesetz anscheinend schon, dass man jedes Jahr quasi da eine gesetzliche Anpassung hat. Damit sich die Politik ihre Gehälter aber nicht selbst nach Belieben erhöhen kann, wurde festgelegt, dass sie automatisch jährlich steigen mit dem sogenannten Pensionsanpassungsfaktor fürs kommende Jahr 9,7%. Wer hat das Gesetz gemacht? Wer hat das Gesetz gemacht? Aber das sagt man einfach so jetzt. Da. Ja, weil per Gesetz müsste das ja jedes Jahr kommen. Ja. Aber wir, die die Gesetze gemacht haben, sind nicht so gütig, dieses eigene Gesetz zu ignorieren und für die Spitzenpolitiker dann diesen Bonus nicht auszuzahlen oder diese Erhöhung nicht mitzunehmen. Ja, geil, oder was? Da kann man aber nicht jetzt sagen, schauen wir uns das Gesetz einmal an. Nein. Es ist in Ordnung. Weil, wenn wir uns das Gesetz anschauen würden, dann würden wahrscheinlich wieder viele um den Dumm jammern, ja, um Himmels Willen, dann jetzt verdienen wir weniger. Und so kann ich jetzt sagen, was ist. Der heilige Kanzler von der ÖVP kann da jetzt überschweben und sie gegen das Gesetz kann er sich steuern und da für uns das machen. Er sagt es nämlich auch so geil, man kann es sich ja leisten als Politiker, wo sich die Menschen das jetzt nicht mehr leisten können. Und dann möchte ich wissen, wer er ist. Ja? Aber er sieht sie nicht als Mensch. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eine Nulllohnrunde einzuführen. Einfach weil auch die Tatsache, dass es die Menschen jetzt gerade schwierig haben, auch als positives Signal verstehen sollen. Gell? Er sieht sie nicht als Bürger dieses Landes, gell? In der Bundesregierung haben Gehälter, mit denen wir gut auskommen können. Ja. Den Menschen geht es so schlecht, aber deswegen verzichten jetzt die Politiker auf diese Erhöhung. Tolles Gesetz, muss ich sagen. Ich hab schon einen Bauschein hier, nur was ein Bauschein wie nicht. Wir sollten ja vielleicht grundsätzlich einmal über diese ganzen Gesetze und diese Erhöhungen reden, weil das ist ja eigentlich das Problem und das ist die Geißel im Moment unserer Zeit, dass wir gewisse Mechaniken in unserem Land haben, wo halt die Politikergehälter dazu zählen, wo jetzt quasi, wenn die Inflation steigt, dass halt dann das gleich mitgeht. Und das ist genauso die Miete und es ist genauso die Pension. Ja. Und jetzt kommt aber immer wieder, vor allem jetzt in den Nachrichten, immer so dieses, aber vielleicht schauen wir, dass die Löhne nicht so viel steigen, weil sonst wird das eine Spirale. Sie haben noch einmal erwähnt vorhin, dass die Lohnabschlüsse sozusagen mit Schuld sind. An der hohen Inflation ist das nicht total zynisch. Denn bei uns werden ja die Lohnabschlüsse historisch sozusagen gemacht, basierend auf der durchschnittlichen Inflationsrate der letzten 12 Monate. Und damit wird sozusagen Inflation ausgeglichen. Wenn Sie jetzt sagen, die Arbeitnehmer sollen nicht so hohe Lohnabschlüsse kriegen, damit die Inflation sinkt, dann... Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Was ich gesagt habe, ist auf der einen Seite, auch halt jetzt am Anfang heute, dass höhere Löhne natürlich auch die Kaufkraft nach oben bringen. Aber Faktum ist natürlich auch, wird von allen Expertinnen und Experten ja auch bestätigt, IHS, WIFO, dass natürlich das auch Auswirkungen auf die Inflation hat. Das ist ja auch, das ist einfach ein Faktum. Das muss nicht gut oder schlecht sein, sondern es ist einfach ein Fakt. Und ich denke mir dann so, wisst ihr, woher die Spirale kommt? Die kommt davon, wenn man vorher schlechte Politik macht, Krisen falsch managt, dann die Inflation, die höchste ist in Westeuropa, wo wir uns gefreien können, dass wir jetzt auf 7 sind, weil man denkt so, Alter, 7 ist eine Katastrophe, aber ja, na, gefreien wir uns, gefreien wir uns doch bitte. Und dann, wenn es aber dann zu den Gehaltsverhandlungen kommt, dann sagen alle so, Aber zuerst sind Unternehmen, die Preise erhöhen. Ja, aber beides. Das für die Inflation beides. Und danach gibt es sozusagen die Lohnabschlüsse. Okay, Sie schieben es den Arbeitnehmern in die Schuhe. Überhaupt nicht. Ich schiebe es niemandem in die Schuhe, um Gottes Willen. Aufpassen! Was heißt Gehaltsverhandlungen? Sicher hast du Gehaltsverhandlungen, wenn es um eine Gewerkschaft geht oder sonst irgendwas. Aber geh einmal als Friseur zu deinem Chef und sag, da gibt es ein Gesetz, ja, da wird jetzt mein Lohn wird jetzt der Inflation anpasst, für das ich nämlich gar nichts kann, wenn ich Friseur bin. Fragt er, ob ich deppert bin. Ja, aber das sind einfach schlechte Gesetze, Freunde. Nein, das Ding ist das, die Gesetze, die packen da an, wo ich es nicht sehe, wo ich es einfach nicht nachvollziehen kann. Weil so wie der Pablo halt auch im Endeffekt sagt, oder beziehungsweise die ganze Opposition, wenn du diese 10% zu verantworten hast, die dazu führen, dass wir eine extreme Teuerung haben, dann kann das nicht die Belohnung sein. Der Regierung, die selber die Inflation zu verantworten hat, die so hoch ist, die nachgewiesenerweise die höchste ist in ganz Westeuropa in den letzten 7 Monaten, sich selbst dann noch zu belohnen mit einer knapp 10%igen Gehaltserhöhung, also das kommt überhaupt nicht in Frage. Das Ding ist, dass, wenn wir darüber reden wollen, was so Gesetze könnten, dann können wir es ja gern so machen, dass zuerst quasi die Löhne steigen,
Wie auch immer. Auf das würde ich raus. Und dann können wir über die Mieten reden und dann können wir über die Anpassung von den Pensionen reden. Wenn es nämlich in die andere Richtung geht, so wie jetzt, so auf die Art so, naja, die Gehälter von den Politikern und die Pensionen, die müssen sowieso auf. Wo ich mir dann denke, ja sicher, Entschuldigung, als Pensionist, wenn du da, die haben ja keine Möglichkeit mehr zu verdienen, in irgendeiner Form, sondern die sind ja auf die Pension angewiesen, aber gut. Etwa der Parlamentsclub der NEOS oder die junge Industrie in der Industriellen Vereinigung halten dagegen. Sie warnen vor Zuwendungen über die erwarteten plus 9,7% hinaus. Das ist das, was im gesetzlich festgelegt ist, bis hierher und nicht mehr weiter. Trotzdem denke ich mir so, wenn es einfach nur umdrehen, dann haben wir auf einmal keiner mehr einen Stress. Oder bin ich da zu naiv? Und wenn Sie diese Diskussion Preis, Lohn, Lohnpreis, wie auch immer man das nennt, ja, da kann man schon drüber diskutieren natürlich, aber das bringt uns am Ende des Tages, glaube ich, auch nicht so viel. Du weißt von der anderen Seite, ja, die falsche Seite. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, und vielleicht legt man das jetzt wer so im Mund, dass ich sage, ja, das ist ein Kommunismus, ist es aber nicht. Was ist, wenn man alle Gehälter einfach erhöht? Man brauchst du nicht umherum streiten. Das waren ja. Dass du sagst, so wie die Mieten erhöht werden, mit dem Verbraucherpreisindex oder so wie die Politikergehälter nach der Inflation erhöht werden, machen wir einfach so, am 1.1. gibt es ein Gesetz, wo alle Gehälter sagen wir jetzt einmal, 5% erhöht werden. Ja. Alle. Genau. Und die Mieten dürfen nur die Hälfte von dem ausmachen, was nach oben gängen. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Weil dann müssen halt nämlich die Führungspolitik so arbeiten, dass die Inflation nicht steigt. Was? Richtig? Ja, genau. Dann hätten sie nämlich wirklich Schiss, weil dann konnten nämlich auch die Leute von der ÖVP sagen, wir müssen mit der Inflation ein bisschen aufpassen, weil sonst steigen die Löhne so stark, dass die Wirtschaft das nicht mehr da blast. Mhm. Und jetzt ist es so, dass die Leute dann sie in die ZIP einstellen oder irgendwelche Pressekonferenzen halten, die Industriellen Vereinigung zum Beispiel. Die Stimmung in der Industrie ist so schlecht wie schon lange nicht mehr. Derzeit sehe man, dass nämlich unsere Produktionsaussichten in Österreich sich deutlich eingetrübt haben. Wir befürchten eine Winterrezession in der österreichischen Industrie. Wir haben wirtschaftlich gerade eine schlechte Lage und ich denke mal so, aber die Löhne werden auf das angepasst, was im letzten Jahr passiert ist und nicht, was jetzt kommt. Ja. Also man muss mal grundsätzlich dazu sagen, dass wir Verhandlungen immer für die Vergangenheit führen. Und gleichzeitig stellen Sie sich hin so, naja, wir wissen, dass das nächste Jahr schlimm wird, deswegen vergessen wir das, was letztes Jahr passiert ist. Genau. Ihr kriegt keine Erhöhung, passt mal ein bisschen auf, wir müssen uns leider so stressen. Aber bitte an mehr arbeiten, gell? Ja, ja, sicher. Bitte an mehr arbeiten und Teilzeit ist ganz schlecht. Ja, ja. Weil da kannst du ja verdienst du nachher nichts, ja, oder du kriegst halt keine Pensionen. Kurzum, es geht darum, dass wir schauen, dass wir das bekommen, was die Betriebe schon erwirtschaftet haben, dass da der Anteil für die Beschäftigten auch da ist. Es wurden Rekorddividenden bezahlt, es wurden Rekordergebnisse erzielt und die Aktionäre haben ihren Anteil schon bekommen. Die Beschäftigten warten noch auf ihren Anteil und die leiden unter einer hohen Inflation. Hat da nicht einen Gegenwind auch gegeben, einmal die Frage? Aus den eigenen Reihen quasi oder von der FPÖ? Hat es da keinen Gegenwind gegeben? Na, es hätte theoretisch einen Gegenwind geben können oder man hätte das Ganze ein bisschen ganzheitlicher anschauen können, genauso wie das die FPÖ zum Beispiel angesprochen hat. Für uns muss es eine Nulllohnrunde für alle Politiker geben, auf Bundesebene ebenso wie auf Landesebene, aber darüber hinaus natürlich auch noch für Spitzenbeamte sowie für die Manager in den staatsnahen Betrieben, vor allem in den ganzen Energiekonzernen. Dass halt gar kein Politiker, kein höherer Beamter und kein leitender Angestellter in einem Staatsbetrieb eine Gehaltserhöhung bekommt, weil die steigen dann der Politik auch aufs Dach. Ach so, ja, stimmt. Also die leitenden Angestellten in Staatsbetrieben, glaube ich, kriegen es sowieso. Gesetz halt. Nein, ja, Gesetz. Die Beamten auch, aber die Landespolitiker müssen mit 5% Erhöhung auskommen, was natürlich auch schlimm ist. Ich ein Landespolitiker, gell, der hat schon sehr viel, muss man sagen, gell? Naja, also, wenn wir keine Landesleute hätten, dann wäre ja Sodom Gomorra. Die machen ja so gute Sachen. Die grüne Mark, sie macht uns stolz, sie macht uns stark. Naja, das ist es eben, weißt? Aber das sind ja die tatsächlichen Gegner dieser Spitzenpolitik, weil Spitzenpolitik sowieso ein großes Wort ist. Aber bei diesen politischen Entscheidungen geht es immer darum, wer ist dagegen. Und wenn sie sich gegen die Länder stellen würden, dann ist er weg. Ganz einfach. Also so viel Realität muss man sich schon gönnen. Das ist scheinbar immer noch so, gell? Dass die Landeshauptleute mehr Macht haben in der Partei, wie die regieren. Ja, da hängt mehr dran. Und das lässt sich dann auf Macht runterbrechen. Spannend ist natürlich auch,
dass die FPÖ in Niederösterreich und in Salzburg sich jetzt nicht für diesen Plan zum Beispiel von der Bundes-FPÖ anschließt. Siehst du, das ist sehr gut mitgedacht. So, die Frage wollte ich eigentlich vorher stellen. Aber das ist halt was... Wie machen sie es denn jetzt, wo die FPÖ da dagegen ist? Sollen sie sich trotzdem mehr aus? Ja, Gesetz ist Gesetz, oder? Gesetz ist Gesetz. Naja, dann kriegst du halt nur 5%. Da sind wir wieder bei dem, was der Thomas immer so gern predigt. Man kann diesen Politikern nichts glauben. Traurig, aber wahr. Ja, es wäre auch schön, wenn sie eben Werte vorleben würden, indem man sagt, ja, in Niederösterreich, wisst ihr was, wir leben vor, dass wir das nicht brauchen, ja, wir reden da gar nicht viel drüber und diese 5% Erhöhung gehen jetzt in gemeinnützige Nein, sie sollen es einfach nicht nehmen. Das Ding ist halt, man könnte jetzt ein politisches Signal setzen, aber ist halt schwierig. Ja, ohne Gesetz geht's nicht. Wenn man selber davon betroffen ist. Für heute streiten sie und nach die Wahlen sind schon nicht Haare, wenn sie beim Heiligen sitzen, fressen und saufen um unser Kohlen. Man muss nämlich auch dazu sagen, dass der Herr Nehammer natürlich jetzt auch nicht nur dieses Signal setzen wollte. Der ist unter Druck gesetzt worden von der Opposition, vorneweg FPÖ, SPÖ, was ja natürlich klar ist, weil das ist jetzt gerade der politische Gegner. Und auf das reagiert jetzt. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eine Nulllohnrunde einzuführen. Und die Sache ist die, er hat nicht nur auf das reagiert. Denn unser Bundeskanzler hat sich nämlich jetzt auch noch ein weiteres Kind geboren. Und zwar hat er sich in diesem wunderbaren Sommerloch auch noch dem Bargeld angenommen. Ein weiteres Thema, das ihn davor schützen könnte, in den kommenden Jahren oder im kommenden Jahr, vor allem bei der Wahl, nicht gegen die FPÖ komplett sein Leiberl zu verlieren. Und zwar setzt er sich ein für ein verfassungsmäßiges Recht auf Bargeld. Das ist, wir haben darüber schon gesprochen. Ja, wir haben das in einem Schaumermal schon mal drin gehabt, wo es ja eigentlich einmal darum gegangen ist, dass man das falsch versteht. Und die meisten Menschen verstehen den Unterschied nicht zwischen digitalen Euro und Bankomatkarte. Also wenn man Otto Normalverbraucher sagt, digitaler Euro, sagt er, ist mir recht, ich habe eh schon Bankomatkarte. Da muss man erklären, die Bankomatkarte ist nur einer Seite zugeordnet, nämlich dem Konto. Wenn da was ist, kann ich mir drum kaufen, was ich will. Und der digitale Euro ist eben nicht das, dass ich jetzt sage, ich zahle von meinem Konto mit einer digitalen Karte dieses Produkt zum Beispiel. Um das geht's da nicht. Da geht's eben nicht, ob ich mit Bankomatkarte zahle oder mit Bargeld, das ich vorher mit meiner Bankomatkarte abhebe, sondern geht's darum, dass das ein Zentralgeld ist, dass das bei der EZB liegt, dieses Geld. Das ist ja eigentlich das Problem. Und das wird sicher propagandamäßig wird das gut dargestellt werden. Da wird sich ein Bundeskanzler hinstellen und wird sagen, keine Sorge, ich persönlich habe jeden Österreicher, der versorgungswürdig ist, ein Kontokorrentkonto bei der Europäischen Zentralbank eingerichtet. Wird nicht dazu sagen, dass damit nur bestimmte Produktgruppen freigeschaltet sind. Also man wird sich im Supermarkt Brot kaufen können, aber kein Prosecco. Und man wird, wenn man Querdenker ist oder was auch immer, und es gibt in Berlin eine Demo, wird man sich um den Termin herum kein Busticket, Bahnticket, Flugticket kaufen können und spielt nur für 10 Euro. Das verstehen ja die meisten falsch. Und so wie es der Nehammer jetzt machen kann, kann er sagen, ja, na, das ist mir schon wichtig, weil die FPÖ redet da immer irgendwas von Bargeld, ist so wichtig. Deswegen tue ich das in die Verfassung rein. Das schützt uns nicht davor, dass das EZB-Geld kommt. Ja? Und Bargeld irrelevant ist, weil du das Geld nicht mehr am Konto hast. Du hast das bei der EZB am Konto. Und das kann man nachher steuern, um das ist es gegangen. Da kann man dann Einblick haben aufs Konto. Ja. Und das geht's ja. Ob du jetzt mit dem Papiergeld zahlst oder digital mit deiner Karten, ist egal. Um das geht's nicht. Und da denke ich mir halt schon bei den Politikern, auch die dann solche Aussagen treffen, wisst ihr das nicht? Es ist ein bisschen ein Populismus und eine Show, jedes Sommer. Machen wir halt alle bei der Show wieder mit. Okay, fair enough, aber das ist nicht das Thema. Oder ist das einfach nur die Show, oder was? Diese ständige, wie soll man das nennen, Banalisierung der Politik auf fast schon Show, Politshow. Ich sage ja, das sind ja teilweise auch nicht mehr Politiker, sondern Politdarsteller. Tut der Politik nicht gut. Ja? Ich glaube, es ist nur die Show. Am besten ist, wir schauen uns die Show mal schnell an. Weil ich glaube auch wirklich, dass er nicht weiß, um was es geht. Mhm. Er will einfach nur irgendwas. Er schaut auf die Website von der FPÖ und denkt sich, gut, dann machen wir das halt.
Nur Bares ist Wahres. Dieses Sprichwort nimmt die FPÖ schon länger besonders ernst und gibt sich als Beschützerin des Bargelds. Das Thema will jetzt auch die ÖVP politisch besetzen. Obwohl niemand vorhat, das Bargeld abzuschaffen, will Bundeskanzler Nehammer das Zahlungsmittel in der Verfassung verankern. Für Kritikerinnen und Kritiker eine Sommerlochdebatte und eine Ablenkung von wichtigeren Themen. Bar oder mit Karte? Eine Frage, die fast jeder und jede täglich beantworten muss. Bar. Weil ich da ein bisschen mehr Überblick habe, als die ganze Zeit nur abbuchen vom Konto. Natürlich ist Karte schon einfacher, weil man dann nicht immer Geld mit rumschleppen muss. Eigentlich beides gleich gut. Aber wir waren jetzt in Skandinavien und da haben wir uns überhaupt nie Bargeld abgehoben, weil dort alles mit Karte bezahlt wird. Auch Bundeskanzler Nehammer ist wohl ein Bargeldfreund. Er will es jetzt in der Verfassung verankern, denn es gäbe die Befürchtung bei vielen Österreicherinnen und Österreichern, dass tatsächlich das Bargeld abgeschafft werden könnte. Konkrete Pläne für eine Abschaffung von irgendeiner Seite gibt es allerdings nicht. Warum wirft der Kanzler das Thema Abschaffung des Bargelds also genau jetzt auf? Der Politikberater hat eine Erklärung. Da versucht die ÖVP einfach zu verhindern, dass weitere Wählerinnen und Wähler von der ÖVP in Richtung der Freiheitlichen gehen. Das ist der wahre strategische Hintergrund, warum man dieses Thema jetzt quasi mitten im Sommerloch aufgreift. Nach dem Sommer soll es laut Nehammer einen runden Tisch geben. Um das Bargeld tatsächlich in der Verfassung zu verankern, bräuchte es jedenfalls eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat. Und die ist nicht in Sicht. Was? Genau um das geht's. Ja, ich muss eh sagen, du hast sehr viel vorweggenommen. Da geht's wirklich um was ganz was anderes. Und auch die Politik und die Politikberatung hat schon ein bisschen übernausert, wie man in Österreich sagt, dass das einfach nur ein Themenwegfischen ist, ohne jegliche Substanz. Und umso schlimmer, dass er dann zum Beispiel auch ankündigt, da ist jetzt davon geredet worden, ein runder Tisch, aber es geht tatsächlich um einen Bargeldgipfel im September. Wie das Bargeld überhaupt in die Verfassung passt, wo genau überall ein prall gefüllter Bankomat stehen muss und ob sich Geschäfte strafbar machen, wenn sie kein Bargeld nehmen, all das soll ein Bargeldgipfel im September klären. Wo man denkt so, ist es dann genauso geil wie der Lebensmittelgipfel oder der Autogipfel oder der ich weiß es nicht? Das Land stöhnt unter vielen Krisen, unter einer großen Teuerung, unter den vielen Folgen des Ukraine-Krieges und einer Gesundheitsversorgungskrise. Und der Bundeskanzler kommt mit dem Thema Bargeld daher, recht unvermittelt eigentlich. Warum? Es ist einfach so, ja, es sind wieder nur politische Signale, wo man sagt, okay, da will jemand erstens einmal wieder, wie wir schon gesagt haben, ich will wieder in die Medien, ich will wieder mein Gesicht zeigen, ich will wieder sagen können, ich bin für euch da. Und alle denken sich aber im Hintergrund so, Javi, es ist vorbei, es ist einfach vorbei, es interessiert keinen, es glaubt da keiner. Keiner weiß wahrscheinlich in der ÖVP, um was es da im Konkreten geht. Unbestritten ist, dass einer breiten Mehrheit der Österreicher ihr Bargeld sehr, sehr am Herzen liegt. Und wo die Herzen sind, da sind auch die Wählerstimmen nicht weit. Dass es eben nicht darum geht, dass man sagt, das Bargeld muss irgendwo drinnen stehen, sondern es da darum geht, wo liegt dieses Geld, mit dem ich da bezahle und inwieweit ist das kontrollierbar, das Geld. So ist es. Um das geht es ja beim digitalen Euro. Und ich weiß natürlich auch euch da draußen, vielleicht gibt es dann ein paar Leute, die jetzt mit dem digitalen Euro nichts anfangen können, aber schaut euch vielleicht dieses Schauen wir mal von uns an. Wir haben da versucht, ein bisschen darauf hinzuweisen, um was es da gehen könnte. Wir schauen uns heute einmal an, was es mit diesem Bargeld, mit dem Geld, mit dem digitalen Geld, mit dem nicht digitalen Geld so auf sich hat. Amarie, Gnädel, Züger. Und ich sehe das jetzt eher so, dass man nicht das Bankomat verschwinden als Anzeichen sieht, sondern das Gebühren einheben als Anzeichen sieht. Aus meiner Sicht, dass man sagt so, oh, das ist ja alles so teuer und wenn man da hingeht und wenn man es dann abhebt, dann zahlt man so und so viel und dann kriegt man da ein paar Prozent weniger weg und so. Aber wenn du das digital machst, dann geht das ganz einfach und es ist auch viel billiger. Was, Bruder? Aber jetzt eben den Nehammer zu sehen und zu sagen so, ja, na, also ich bin jetzt für euch da und denke mir so, Ende, aus, keiner. Wie deppert heute was hast er für uns da? Ich meine, wenn er sich mal auskennen würde, was ich bezweifle, ja, bringt es ja trotzdem nichts, wenn er sagt, schau, mir fällt das Thema auf und es gibt in nach der Sommerpause gibt es dann einen Gipfel oder irgendeinen runden Tisch. Und was macht er dann? Eine Arbeitsgruppe mit den Banken.
Eigentlich müsste er ja nur ein Verfassungsgesetz vorlegen und in dem Verfassungsgesetz möglicherweise reinschreiben, dass in Österreich jeder verpflichtet ist, Bargeld als Zahlungsmittel anzunehmen. Also bräuchte man nur ein kleines Verfassungsgesetz, in dem das verpflichtend anzunehmen ist. Das wäre schon hilfreich. Dazu brauche ich keine Banken. Das heißt ja noch lange nicht, dass der da irgendwas bewirkt, muss man auch dazu sagen. Sowieso, ja? Es ist ja Ankündigungspolitik. Ja, wieder. Genau. Erstens das und zweitens, wie gesagt, wird da nicht über das Thema geredet. Ach, bei den Medien nicht. Ist das Bargeld überhaupt tatsächlich bedroht oder bedroht gewesen? Und was würde so eine Verankerung in der Verfassung bringen? Es ist so etwas wie die Antwort auf eine Frage, die niemand gestellt hat, weil momentan niemand ernsthaft die Abschaffung des Bargelds plant. Ist so geil, oder? Gehen Sie aus und die Leute, zahlen Sie lieber mit Bankomat oder mit Karten. Und dann kann man darüber diskutieren. Und wie wir gesagt haben, das geht's nicht. Da geht's darum, dass du, wenn du Sozialhilfeempfänger bist, dir dein Sekt nicht kaufen kannst im Supermarkt, weil der auf dein Konto da aufpasst, sagen wir, es ist die EZB, sagt, na, wenn du Sozialhilfeempfänger bist, darfst du nur das billige Brot kaufen oder die Insekten. Genau. Was? Um das geht's. Der digitale Euro ist bilateral zugeordnet. Das ist auf der einen Seite das Konto, auf der anderen Seite Produktgruppen, die für mich freigeschaltet sind oder auch nicht. Oder du gehst über die Straßen und dein Straf, wenn du bei Rot drüber gehst, wird sofort abgezogen. Um das geht's. Das sind die Fragen. Und da müsste man sich mal überlegen, auch bei den Medienhäusern, was macht die EU da? Ja? Mhm. Weißt? Welche Leute bestimmen in der EU über uns? Ja? Wie wird dort diskutiert? Wer hat dort die meiste Macht in der EU? Das müsste man sich fragen als Redakteur. Wenn man beim ORF arbeitet und wenn das von uns finanziert wird, dann wird man wohl die Zeit haben, da in die Tiefe zu gehen. Nein, das macht man nicht. Man geht aus und fragt die Leute, ob sie gern mit ihrer Bankomatkarte zahlen würden. Entschuldigen Sie, wir machen eine Umfrage. Was halten Sie von der Zukunft Österreichs? Ich bin verkühlt. Und da frage ich mich dann schon, Entschuldigung, ich habe das nicht gelernt, Journalismus. Ja? Und ich habe das nicht studiert. Und ja, die Europäische Union plant im Zuge eines Anti-Geldwäsche-Pakets Bargeld-Obergrenzen. Das heißt, dass nicht mehr alles mit Bargeld bezahlt werden kann, um auch Geldwäsche zu bekämpfen. Wo diese Grenzen genau sind, weiß man momentan noch nicht. Es werden aber sicher nicht die kleinen täglichen Geschäfte betroffen sein dadurch. Und da kommt keiner auf die Idee, als Redakteur beim ORF da mal genauer hinzuschauen. Ja, sicher ist es ungemütlich, wenn's dann der EU auf die Vier steigen müsstest. ORF ist plötzlich EU-feindlich. 7 Monate ist es jetzt her, dass ein Korruptionsskandal das Europäische Parlament erschüttert hat, rund um die griechische Vizepräsidentin Eva Kaili und ihren Lebensgefährten. Jetzt letzten Dezember wurde das EU-Parlament durch diesen Korruptionsskandal erschüttert. Wir haben es auch kurz angesprochen im Beitrag. In den waren ausschließlich SozialdemokratInnen verwickelt. Sie haben damals gesagt, sie finden das alles zum Kotzen und waren sehr glaubwürdig, sehr empört. Und sie haben auch angekündigt, das EU-Parlament werde der beschuldigten Vizepräsidentin Eva Kaili innerhalb weniger Tage das Mandat entziehen und einen U-Ausschuss einrichten. Jetzt war Frau Kaili zwar 4 Monate im Gefängnis, sie hat aber ihr Mandat noch immer, sie sitzt sogar im EU-Parlament neuerdings wieder, stimmt dort fleißig mit ab und einen eigenen U-Ausschuss gibt es auch noch keinen. Das ist nicht ganz korrekt recherchiert, Herr Wolf. Denn ich habe schon einen Bauschein hier, aber so einen Bauschein habe ich nicht. Ja, aber Thomas, man kann sich halt Interesse und Enthusiasmus nicht kaufen und anscheinend muss man nicht irgendwas studieren, journalismustechnisch, um das einfach versuchen zu hinterfragen. Mhm. Aber das ist halt das, was? Das, da, ich kann auch nichts dafür. Aber es ist halt auch so, wie gesagt, schaut euch am besten, das schauen wir mal an. Wir haben versucht, da ein bisschen reinzuhängen. Es war ja bei dieser Bankomatkarte mit dem Chip drinnen ja genau gleich, wo alle gesagt haben so, ja, ist das nicht ein bisschen scheiße? Und dann so, ja, aber es geht viel schneller. Und es ist ja viel einfacher. Ja, das kontaktlose Zahlen meinst du? Genau, das kontaktlose Zahlen. Da wird immer so, das ist ja viel besser. Es ist viel besser. Ich meine, das muss man schon sagen, über die letzten 3 Jahre, was uns über Bargeld erklärt haben, es ist ja grauslich. Das greifen wir Leute an. Ja. Während der Corona-Pandemie wurde wegen des möglichen Infektionsrisikos vor dem Bargeld sogar ausdrücklich gewarnt. Es ist leider wieder so ein Thema, wo man so ein bisschen sich Zeit nehmen muss, ein bisschen dahinter steigen muss, bevor man dann sowas verarbeiten kann, gedanklich. Weil, wie gesagt, er macht schon wieder irgendwelche Signale, er macht schon wieder irgendwas, damit das wäre der Papa, der aufpasst auf uns. Es passt eh. Es ist ihm so wichtig, anscheinend ist es ihm wichtig. Ich halte es dafür wichtig. Natürlich kann man natürlich jetzt sagen, als demokratieinteressierter Mensch, jetzt hat es da ein paar Volksbegehren gegeben, wo es ums Bargeld in die Verfassung gegangen ist und er reagiert drauf. Und mein Problem ist aber, ach, wäre das so schön, ja? Wäre doch super. Aber es geht halt einfach wieder nur darum, die Menschen zu fangen,
diesen Menschen auch vielleicht Argumentationslinie zu geben, so, ja, er macht es jetzt ja eh, die FPÖ macht es ja sowieso nicht, weil die sind nicht in der Regierung. Und dann beim Wahlkampf kommt er dann her und sagt so, wenn ihr wollt, dass das Bargeld in die Verfassung kommt, wählt mich. Müsst ihr mich wählen, ja, weil natürlich. Alle anderen schaffen das nicht. Ja, natürlich. Und genau um diese Taktik geht's. Ich halte es dafür wichtig. Und da sind zwei Drittel Mehrheit braucht im Parlament, gell, kommt er nicht drauf. Weil dann sind nicht, kann er sagen, die anderen sind schuld, wenn es nicht durchgeht. Das ist der nächste Spaß. Er hätte keinen nochmal. Er hätte sich keinen jetzt hinstellen und sagen, pass auf, er hat das zu Ohren gekriegt. Dass das mit dem Bargeld, ja, ich meine, das steht eh schon auf der FPÖ-Webseite. Er hat dazu zum Ohren gekriegt, dass da was ist, weil es nämlich Volksbegehren gibt. Ja? Und er ruft jetzt einmal bei der EZB an und fragt, was dort los ist. Und dann sagt er uns das. Das hätte schon gereicht. Da hätte schon gereicht, dass ich sehe, okay, schau, da ist ein Politiker. Politdarsteller. Da ist ein Mensch, der mich informieren will, der sich ein Thema annimmt, ja, dann hätte ich gesagt, ja, passt, schön, würde mich freuen. Aber eben, da ist keine Intention dahinter, dass er auf uns aufpasst, sondern er nimmt sich ein Thema, sagt dann, ja, das ist schon wichtig. Ich halte es dafür wichtig. Und dann tue ich vielleicht irgendwann was und wenn alle mitspielen, dann können wir das schon so machen, gell? Ja, toll, ja, super gemacht, wirklich. Unbestritten ist, dass einer breiten Mehrheit der Österreicher ihr Bargeld sehr, sehr am Herzen liegt. Und wo die Herzen sind, da sind auch die Wählerstimmen nicht weit. Bei mir kriegen sie auch keine Stimme, keiner. Ja, weil heute streiten sie und nach die Wahlen sind schon alle Haare, wenn sie beim Heiligen sitzen. Die Arschlöcher. Entschuldigung, dass ich so rede, aber es ist wahr. Schau, ich will ihm jetzt nicht wirklich nur negative Intentionen unterstellen. Aber ich und der Karle... Hat nichts gemacht, schau, null. Ich und der Karle, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen. Ja? Ich habe mir jetzt schon viel von ihm angeschaut, ganz viel Reden, ganz viel Zeit, ganz viel Interviews, ganz viel alles. Ich kenne den schon, seit er Generalsekretär ist. Und da war er auch schon so ein auffälliger Typ, wo ich mir gedacht habe, so, das, hoffentlich wird der nichts. Und live für mich im Studio ist jetzt ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer. Was war denn auf diesen 5 Festplatten so Schlimmes drauf? Das beginnt ja damit, das sind ja Drucker, die in allen möglichen Arbeitsbereichen stehen. Das heißt, alle Dokumente, die dort ausgedruckt werden, hinterlassen auch eine Kopie im Drucker. Mhm. Weil man das eben nicht mit Sicherheit sagen kann, ist, ob es einerseits auch private Dinge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein können aus den Kabinetten oder eben auch Strategiepapiere etc., dann werden diese Daten gelöscht und vernichtet. Sie drucken Ihre ÖVP-Strategiepapiere im Bundeskanzleramt aus? Nein, da geht's haben Sie nicht da nicht nur, eine ÖVP-Parteizentrale da ja dafür? Da geht es ja nicht um ÖVP-Strategiepapiere der Volkspartei an sich, sondern da geht es ja auch darum, dass es einfach Informationen gibt, wo man Interesse daran hat, dass sie nicht in falsche Hände gelangen ist. Es gibt keine Machtübernahme, die so minutiös nachzulesen ist wie die von Sebastian Kurz. 3, 2, 1. Er hat ja einen großen Teil der Medien schon gekauft. Und da hat er sehr deutlich gesagt, du bist mein Freund oder mein Feind. Die Kombination von höchster Professionalität mit uferlos Geld und mit der Lüge als Standardinstrument, das haben wir auch hier gesehen. Wirklich, hoffentlich wird der nichts. Und dann ist der auf einmal Bundeskanzler. Wir werden rechnen können, dass der Kanzler einfach gehen muss, gell? Und mehrere. Aber die Sache ist halt einfach so, jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo man denkt so, hoffentlich glaubt es ihm keiner. Ja, was haben die denn alle? Das Bargeld, das steht doch außer Frage und keiner will, hat doch die Absicht, Bargeld abzuschaffen. Und da ist der halbwegs geschichtsbewusste Österreicher oder Europäer, erinnert an diverse Erzählungen, zum Beispiel den Satz, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. 2 Monate später wurde die Mauer in Berlin gebaut. Aber man muss gar nicht so weit in die Geschichte zurückschauen. Wir können uns erinnern, da gab es einmal einen Kurzzeitkanzler, der gesagt hat, es wird keine Maskenpflicht geben. Oder noch besser, keine Impfpflicht. Ja, all das, wir sind alles eines Besseren belehrt worden, liebe Leute. Das ist der Punkt, ja, weil du hast es eh vorher gesagt, man kann als Politiker alles sagen, was man will, man kann alles verlangen, was man will, wenn dann hinten dran zum Beispiel eine Zweidrittelmehrheit steht oder dann müssen die anderen mitmachen oder die EU gibt es ja auch noch, dann kannst du alles sagen. Ja. Es kann ja nämlich auch sein, dass die EU bei uns anruft und sagt, das geht nicht, aber halt dann zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht der Karl schon gewählt ist. Und das ist dann der nächste Blödsinn. Ja. Dafür stehe ich als Bundeskanzler unseres Landes. Und da ist ja das Problem noch dazu eben, wie die Medien da mitspielen. Ja, die spielen super mit. Weil es gibt nämlich anscheinend keine Debatte über die Abschaffung des Bargelds, aber... Ah ja, wird ja so erwähnt. Keiner erwähnt das. Keiner erwähnt das, bis auf die EZB. Niemand. Ist niemand. Die EZB interessiert sich auch gar nicht für Geld. Der EZB-Rat hat daher beschlossen... Ich druck einfach Geld. Zürcher. Silber.
die dann ein bisschen Zinsen auf für den Abi dran, ja. Je nachdem, wie es passt. Ja, und bei uns kommt es aber nicht an, sondern halt nur bei den Investmentbankern. Ja, und da sind wir bei 4,25 und alle so, ja, aber es wirkt sich noch nicht auf die Sparzinsen aus. Na, warum glaubst du? Wir haben heute die 9. Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank gehabt. Die Situation ist so, dass diejenigen, die Kredite haben, schwitzen, die kriegen die Schweißperlen auf die Stirn und die Sparer werden hängen gelassen. Die Zinsen sind im Keller. Die Differenz verdient ja irgendwer. Warum glaubst du? Weil die so auf uns schauen, oder? Super. Wenn es darum geht, dass die Menschen, die arbeiten tagtäglich, dass die von ihrer Teuerung entlastet werden, dann soll sich das auf einmal nicht ausgehen. Klar. Bin schon wieder heiß. Bin schon wieder im Geldmodus. Ich hab's gemerkt, wenn es ums Geld geht, wird der Lukas emotional. Wenn es um Zahlen und ums Geld geht, bin ich nicht zu halten. Um das Zahlen, nicht Zahlen. Am Schluss dann. Danke an dieser Stelle auch für alle, an alle, die Steuern zahlen. Vielleicht ja die Buchhalter werden sollen, wer weiß. Aber bitte mich nicht zu zitieren, ja? Aber das Schöne ist, wir können ja uns ein bisschen daran orientieren, dass wir jetzt Politiker schon länger kennengelernt haben und deswegen auch ein bisschen weniger auf diese Signale reinfallen. Ich sage ja, dass sind ja teilweise auch nicht mehr Politiker, sondern Politdarsteller. Traurig, aber wahr. Aber, was wir natürlich auch machen können, ist uns alles Gute wünschen. Alles Gute. Alles Gute. Für uns alle. Bin gespannt, ob die Beate Meindl-Heisinger-Mendel. Die ist so wenig in den Medien, was der ja, mir Namen hat. Ja, aber wie gesagt, das hat auch seine Vorteile. Ich habe das ja damals bewusst verwendet. Also im Sommergespräch bin ich sehr gefragt worden. Und ich habe gesagt, ich habe das verwendet, weil von rechter Seite, das sehr oft zu mir entgegengehalten wird, dass ich eine Volksverräterin wäre. Und da habe ich diesen Begriff verwendet. Ich finde mittlerweile, weil Sie vom Stil gesprochen haben, dass das falsch war, dass ich das verwendet habe. Denn es gibt ja dieses Zitat, wenn man mit Ungeheuern kämpft, sollte man aufpassen, nicht selbst eins zu werden. Vielleicht hat sie heute auch vom Bargeld gesprochen in der Pressestunde. Ich weiß es noch nicht. Es ist mir das Sommergespräch gewesen, habe ich gerade vertan. Nämlich Bargeld in die Verfassung, der Bundeskanzler will das. Die Neos haben ja schon einmal gegen so einen FPÖ-Antrag gestimmt. Sie werden dem nicht zustimmen. Nein, weil wir sind große Fans des Bargelds und der Freiheit. Aber das hat in der Verfassung nichts zu suchen. Und wenn ich mich schon zusammensetze und eine Zweidrittelmehrheit bekomme, um die Verfassung zu ändern, dann räume ich endlich auf mit dieser Raumordnung, wo jeder Bürgermeister seinen Kreisverkehr macht und seinen Supermarkt. Dann räume ich auf mit diesem Gesundheitsbereich, wo jeder zerspragelte Kompetenzen hat. Das ist doch das Wesentliche. Und wenn jetzt endlich wieder mal eine Politik sich besinnt und sagt, was ist wirklich wichtig in Österreich? Welche Lösungen müssen wir wirklich liefern, damit das Vertrauen ist? Dann fahren wir wirklich gegen die Wand. Aber wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich war es nicht wichtig. Und wir gehen jetzt auf das über, was wir in dieser Sendung gelernt haben. Aber bitte mich nicht zu zitieren, ja? Wir haben gelernt, dass es in diesem Land Systeme gibt, die nur gewisse Gruppen automatische Erhöhungen zusprechen, wie zum Beispiel den Vermietern und Vermieterinnen. Viel diskutiert wurde die sogenannte Mietpreisbremse, dass also Mieterhöhungen über mehrere Jahre gestreckt werden. 40% der Menschen in Österreich leben zur Miete. Sind Ihnen die egal? Nein, überhaupt nicht. Da werfen Ihnen unter anderem Grüne, aber auch die SPÖ vor, dass Sie eigentlich eine Klientelpolitik machen. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun, sondern es geht um Treffsicherheit auch. Und das bestätigen ja auch alle Expertinnen und Experten. Den Politikern und Politikerinnen. Von der SPÖ heißt es etwa, die dafür zu belohnen und satte Gehaltsanpassung zu haben von knapp 10%. Also das widerstrebt an jeden. Aber die große Frage ist halt auch, schaut dieser Kalle auf uns? Ich halte es dafür wichtig. Oder schaut er nur auf die Zahlen, die nach oben gehen und nach unten gehen, diese Umfragen, was? Diese Wählerströme? Kann ich noch ein paar Wähler von der FPÖ holen? Glauben Sie mir das? Ja. Ha. Ich hab schon einen Boschen hier, nur was so ein Boschen, wenn nicht, und bei mir kriegen sie auch keine Stimme, keiner. Die Arschlöcher. Irgendwie freue ich mich auf die Wahl, irgendwie auch nicht. Es wird eine schwierige Partie werden. Ja. Umso öfter ich mit dir da drin sitze bei diesen Sendungen und wir von Wahlen reden, habe ich wirklich so das Gefühl, so passt die gar nicht hin. Nein, ich mache nicht mit. Für heute streiten sie und nach den Wahlen sind schon alle Tare, wenn sie beim Heiligen sitzen, fressen und saufen um unser Kohlen. Wenn das eine Möglichkeit wäre, weißt du? Ich bin immer noch dafür, weißt du?
Ich weiß schon, ja. Dass die Nichtwähler in der Statistik reingenommen werden. Aber bitte. Absolut. Aber es geht ja ums Geld, ja. Und da will ich heute noch eine Sache anbringen, weil ja die ÖVP so auf uns schaut. Zwei Zahlen. Und zwar, wir haben ja jetzt ja diese 60 Euro pro Kind haben wir ausbezahlt an die ganz schwierigen Einkommensverhältnisse in Österreich. Hat sich ungefähr um die 500 Millionen Euro kosten lassen. Und die ÖVP hat sich hingestellt und gesagt, oh ja, der Aushilfs-Jesus hat sich da jetzt hingestellt und gibt 2 Euro pro Tag pro Kind an die Ärmsten der Armen. Parallel dazu kostet die Aufarbeitung der Corona-Pandemie, die wissenschaftliche, nicht die mediale und nicht die menschliche, sondern die wissenschaftliche, kostet gleich viel. Also man hätte jetzt entweder sagen können, du, diese wissenschaftliche Aufarbeitung können wir uns sparen und es kriegt halt jedes arme Kind jetzt statt 60, 120 Euro im Monat. Nein. Die 100 reichsten Österreicher sind laut einer jüngsten Analyse des Trends um 5% reicher geworden. Armutskonferenz und Caritas hingegen warnen vor einer Zunahme der Armut. Vergisst die ÖVP auf die da unten und kümmert sich mehr um die da oben? Wir haben gerade für die sogenannten vulnerablen Gruppen, aber auch für die, die ein niedriges Einkommen haben, sehr viel gemacht. Und gerade jetzt haben wir mit dem Paket für die Kinder 60 Euro mehr pro Kind pro Monat noch etwas dazu getan. Und was haben wir für die da oben gemacht? Ich würde nicht wissen, was wir für diese 5% getan hätten. Und über den Energiekostenzuschuss 2, der zwischen 5,5 Milliarden und 8 Milliarden ist? Eine sehr umstrittene Maßnahme ist der Energiekostenzuschuss 2. Das ist eine Unterstützung für Unternehmen. Die macht insgesamt 5,5 Milliarden Euro aus. Das ist eine, und nach Einschätzung des Fiskalrates, bis zu 8 Milliarden Euro. Die Energiepreise sind längst gesunken. Sowohl Strom- als auch Gaspreise. Ist überhaupt noch notwendig? Kann man den nicht sofort einstampfen? Die Verhandlungen und Diskussionen laufen, aber Sie haben recht, ja. Es muss dann auch auf die Gegebenheiten Rücksicht genommen werden, wobei es hier ja um eine Situation aus der Vergangenheit geht, nicht die derzeitige. Und auch der Pensionserhöhung, die jetzt übrigens fürs kommende Jahr 5,3 Milliarden kostet, also 10% mehr Pension, sind 5,3 Milliarden mehr vom Budget. Weißt du was, reden wir gar nicht mehr drüber. Das ist eine durchaus beachtliche Summe, das stelle ich nicht in Frage, ganz im Gegenteil. Das sind 5,3 Milliarden Euro in diesem Zusammenhang, aber das ist nicht das einzige Problem. Lass uns einfach diese Sendung heute beenden mit deinen wunderbaren Schlussworten. Por favor. Wir haben ja was zum Mitdenken. Oh. Wir hassen ja Egoisten, gell? Die können wir nicht ausstehen. Und da geht es ja auch darum, weil wir vorher so ein bisschen geredet haben, was ist der Inhalt einer Meinung? Ja. Und natürlich geht es nur, den Inhalt zu begreifen, wenn du den anderen zuhörst. Und die Frau Birkenbiel hat dann wieder so ein super Beispiel. Ja? Sie bezeichnet es so, dass jeder, der seine Meinung hat, auf seiner Insel ist. Er ist auf seiner Insel, ja? Ich bin auf meiner Insel und er halt auf seiner Insel und denkt natürlich nur an sich. Ja? Das fiese Schwein. Der denkt nur an sich, der egoistische Scheißer. Und sieht gar nicht, dass ich auf meiner Insel bin und auch nur an mich denke. Jetzt überlegt's. Beide auf der Insel, gell? Und wenn die zwei drüber reden würden, was seine Inhalte sind, dann fällt dir selber gar nicht auf, dass der nur an sich denkt. Nur, wenn ich auf meiner Insel bin und an mich denke, fällt mir auf, dass der nicht an mich denkt. Ist das verständlich? Denn wenn wir gemeinsam über ihn nachdenken würden, würde ich ja gar nicht merken, dass er nicht an mich denkt. Das merke ich ja nur, wenn ich an mich denke und er denkt nicht an mich. Also kann ich Egoismus nur wahrnehmen, wenn ich gerade egoistisch bin. Und mit Toleranz geht es nämlich auch gut, diese Insel, dieses Inselbeispiel. Jetzt sage ich Ihnen, was passiert, wenn Sie rechthaberisch sind. Sie sehen in Ihrer Insel ein X und der Typ sieht in seiner Insel ein Y. Und wenn wir unfähig sind, uns einzulassen auf den Inhalt seiner Insel, dann erzählen wir ihm den Inhalt unserer Insel und dann sind wir beleidigt, wenn er sich dafür nicht interessiert, der fiese Hund, der Sture. Ich denke Y, er denkt X. Und jetzt steht auf meiner Insel, will ihm meine Meinung nahe bringen, mit meinen Argumenten. Und der dumme Hund hört uns nicht zu mit seiner Meinung, der ignoriert einfach unsere Meinung. Und wenn wir bereit wären, uns einzulassen auf das, was in seiner Insel ist, wären wir ja nicht rechthaberisch. Wären wir ja offen und kommunikativ, würden wir ja Brücken bauen. Und dabei fällt uns gar nicht auf, dass wir arrogant sind, wir auf unserer Insel sind, mit unserer Meinung quasi zuschütten, ja, und keine Brücke bauen.
Und wenn du eben Brücken baust, fällt es dir eben erst einmal auf, dass du an dich denkst, ja, und nicht an einen anderen. Und eben, wenn du diese Meinung nicht zulässt, ja, du eben seine Meinung aufzwingst. Und da frage ich mich schon oft, was wäre ein schnelles Beispiel? Schau dir die Klimadiskussion an. Ich als Unbeteiligter sehe da zwei Leute auf der Insel streiten. Der eine sagt, das CO2 steigt mit der Temperatur und der andere sagt, die Temperatur steigt wegen dem CO2. Ja? Und der eine will den anderen überzeugen, ja, da schau, da habe ich aus den 70er Jahren, habe ich da schon irgendwelche Statistiken und irgendwelche Zahlen und pipapo. Und wenn sie aber einer mal trauen würde, zu sagen, ja, was erzähl mir von deiner Welt, ja? Eine Brücke bauen, vielleicht würden sie dann draufkommen, dass beide Parteien die Umwelt schützen wollen, zum Beispiel. Tja. Oder so. Und würden dann schauen, dass man gemeinsam irgendwo hinarbeitet. Nein, es ist jeder auf seiner Insel und denkt, mit dem kann ich nicht reden. Der hat ja, der spinnt ja, der kennt ja meine Sachen da nicht an. Also ich bin ja ganz entrüstet, wenn der nur an sich denkt. Der denkt nur an sich, ja, und nicht an mich. Und da nochmal, das fällt dir nur auf, wenn du an dich denkst und eben nicht brückenbauend sich mit seinem Problem beschäftigst. So, und das sind die zwei größten Probleme, die wir mit Leuten haben, dass sie Quatsch denken und dass sie nicht an uns denken. Kannst du schon mal 60% aller Situationen, wo jemand sie nervt, wegstreichen, ne? Bleibt nicht mehr viel übrig. Also dann nochmal zum Mitdenken. Ja, was sind verschiedene Meinungen? Was will der überhaupt? Ja? Und hör mal bitte auf, immer einen anderen ja, als arrogant und egoistisch hinzustellen, weil nur wenn du selbst arrogant und egoistisch bist, fällt dir das überhaupt auf. Ja? Die Mechanik ist eh ganz klar, man möchte alle, die andere Meinung sein, mundtot machen. Und Demokratie lebt aber davon, dass Menschen sich beteiligen. Und beteiligen bedeutet auch, in der Öffentlichkeit Stellung zu beziehen und zu reden. Ich weiß, beim Kali und so ist schwer. Ja? Da sind 140 Berater dahinter, die genau ihrem aufschreiben, was er zum Sagen hat. Die Medien spielen da natürlich mit, aber probieren wir es wenigstens. Ja? Also ich probiere es. Ja, vielleicht ein kleines Spiel für zu Hause. Wenn ihr mal wirklich einen Konflikt mit jemandem habt, einfach mal so anfangen mit, erzähl mir das jetzt, erzähl mir dein Problem, was sind deine Sorgen, was so. Einfach mal diese Brücke anfangen zu bauen. Wie war Ihre Frage genau? Ja, oder vielleicht hat er, ist er gar nicht, was sein Problem muss er nicht mit sich zu tun haben. Sein Problem kann ja sein, dass draußen die Umwelt untergeht. Nein, aber erzähl mir von deinem Kummer. Ja. Einfach mal so anfangen. Ja, ein bisschen Toleranzübung. Weißt, ja. Wenn ihr eine Toleranzübung sehen wollt, wir haben es heute schon angesprochen, schaut das Steckelpferd-Video an. Unser Steckenpferd ist quasi unser Steckenpferd. Ja. Und ja. Unsere neuesten zwei, schauen wir mal, da haben wir einmal über das Protein in der Nahrung gesprochen und auch über den unglaublichen Gasfund von Niederösterreich. Am besten ist, ihr schaut da mal rein. Wir sagen jetzt mal Danke und verabschieden uns an dieser Stelle und freuen uns schon auf nächste Woche oder auf das nächste Video. Danke fürs Einschalten, Freunde. War sehr gefallen, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns. Bussi. Tschüss.